Niemand weiß, wer ich bin. Niemand weiß, was ich kann. Nur ich. They don't know me. They don't know me. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute werden wir eine Wanderung machen, ja? Und zwar mit nicht 20 Kilo, nicht 30 Kilo, sondern über 40 Kilo machen wir. Und dann werden wir mal sehen, ob das wirklich so einfach ist. Wenn ich eins hasse, dann ist es Clickbait. Und deshalb machen wir nicht 20 Kilo, sondern wir machen 40 Kilo. Perfekt. So, let's go. Jetzt gucken wir mal, wie viel Kilo wir dabei haben. Ja. 6,6, 7. Okay. Jetzt kommt der Rucksack dran. Oh, Scheiße. Hast du? Mhm. Und jetzt der Rucksack. Das Auto wackelt sogar. Okay. Jetzt muss ich nur den Hüftgurt noch zukriegen. Man merkt es auf jeden Fall schon. Vor allem im Hintern, finde ich. Sind wir doch auf jeden Fall nicht hinfallen, weil da ist vorbei. Grüße gehen raus an. Hab ich, Junge. Junge, ich zieh durch. Ich zieh durch. Wisst ihr, ich mag das nicht. Ich bin nicht so ein Fan von Clickbait. Ich habe letztens ein Video gesehen, da stand drauf 40 Kilo Gepäck. Und man sieht schon im Bild, das sind nie im Leben 40 Kilo. Deswegen zeige ich mal, wie es wirklich aussieht, wenn man 40 Kilo dabei hat. Boah, ist auf jeden Fall nicht so entspannt. Es geht. Ich habe jetzt hier so einen Rucksack, da wird das Gewicht hauptsächlich auf die Hüfte verlagert. Genau, ich will noch ein paar Fragen beantworten. Ich habe euch ja auf Insta gefragt. Habt ihr irgendwelche Fragen, die ihr mir stellen wollt, die ich in dem Video beantworte hier? Und da kamen sogar ein paar Fragen. Danke dafür. Unter anderem die Frage, warum bin ich immer so fröhlich? Das ist, ich sag mal, es gibt eine Kurzfassung und eine Langfassung. Die Kurzfassung ist, es gibt ja diesen Spruch, die Leute, die am lautesten lachen, haben am meisten Scheiße erlebt. So, und im Endeffekt kann ich das unterschreiben. So, wie jeder andere hat jeder so einen Lebensrucksack dabei und da hat er einen Lebensrucksack dabei und da hat er alles mögliche an Erfahrungen und Erlebnissen drin. Und so auch ich, und im Endeffekt habe ich mich dazu entschieden, weil ich hatte nur zwei Optionen. Das ist schon mein ganzes Leben so. Entweder ich nehme die ganze Scheiße, die mir passiert ist, werd eiskalt, hasse nur noch Menschen und so weiter. Oder ich nehme einfach jede Scheiße, die mir im Leben passiert, und mache daraus was Gutes. Und ich finde, da lebt es sich viel besser, als wenn man jeden Tag nur so krummlig, böse durchs Leben geht. Deswegen
denkt immer dran, auch wenn es schwer ist, aus einer schlechten Sache was Gutes zu machen. Und ich merke das ja mit meiner Art und so weiter, habe ich einen positiven Einfluss auf andere Leute. Und das ist wiederum eine Bestätigung für mich, dass das der richtige Weg war, den ich für mich gewählt habe. Noch eine Ergänzung zum Thema Fröhlichkeit. Woher kommt das? Ich habe einfach mit den Jahren, das kommt wieder zurück, so, mit den Jahren eine, wie soll ich sagen, eine tiefe Dankbarkeit entwickelt. Überhaupt, sag ich mal, dass ich atmen kann, dass ich überhaupt laufen kann, dass ich noch alle Arme habe und so weiter. Weil es gibt immer Leute, denen geht es schlimmer als mir. Deswegen sage ich auch immer, ja, warum soll ich mich jetzt aufregen? Es gibt Leute, die können gar nicht sprechen. Es gibt Leute, die haben keine Beine mehr oder so. Solange ich atmen kann, geht's mir gut. Und deswegen versuche ich das auch immer so auszustrahlen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also sehe ich das. Also ich bin jetzt nicht so ein Profi im Ausdrücken, was in meinem Kopf vorgeht, weil manchmal ist das recht komplex in meinem Kopf, deswegen kann ich das nicht so gut formulieren. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, kurzes Update. Das Gewicht merkt man langsam. Vor allem im Schulterbereich. Kniebereich, würde ich schon sagen. Und möglicherweise im Hintern. Naja, jedenfalls habe ich aber noch ein Stück vor mir, deswegen, Leute, geht's direkt weiter zur nächsten Frage. Und zwar, was ist überhaupt das Thema meines Accounts? Ich habe viele Bereiche, die mich interessieren. Ich mag sowohl den Bushcraft-Bereich, den Outdoor-Bereich allgemein, aber auch so abenteuerpersönliche Challenges. Deswegen wird es immer hier so ein Mix bleiben. Wisst ihr, was ich meine? Fertig machen zum Sprung. Okay, mit 40 Kilo Gewicht springen ist keine gute Idee. Nicht nachmachen. Wisst ihr, was Coole ist, wenn man draußen ist im Wald? Und zwar, dass man Orte entdeckt, die man vorher gar nicht kannte, ne? So wie hier. Ich war noch nie in meinem Leben in dem Ort hier. Aber er gefällt mir auf jeden Fall. Kann man mal machen. Leute, ich habe was Cooles gefunden. Ich muss euch das zeigen. Moment. Da ist einfach ein Reh. Seht ihr das? Jetzt ist es ein bisschen klettern. Das Gewicht ist brutal. Moment, ich halte euch das. Boah. So. Hier noch drüber. Nee, das ist so hoch. Auf jeden Fall kommt so kalt ein kleiner Hauch von, warum mache ich das überhaupt? Aber ich habe ein Ziel. Durchziehen. Egal was ich anfange, durchziehen. Durchziehen, durchziehen. Wie David Goggins sagen würde, they don't know you, son. They don't know you, son. Niemand weiß, wer ich bin. Niemand weiß, was ich kann. Nur ich. Nur ich weiß es. Und ich zieh durch. Ich zieh 100% durch. Ich kann es auch nicht oft genug sagen. Solange mein Herz schlägt, werde ich niemals aufgeben. Niemals.
They don't know me, son. They don't know me. Oh, Jenny, aber richtig hart, ja? Du bist am Arsch bestimmt, ja? Ich kann den Sack noch nicht mal hochheben, deinen Rucksack, ja? So schwer ist der, ey. Mein Gott. Man darf den nie absetzen, weil wenn du den einmal absetzt, dann kriegst du nicht mehr hoch. Gottes Willen. Deswegen, hab ich das geschafft. Ich bin stolz auf dich. 10 Kilometer. So. Ja, jetzt bist du 40 Kilo leichter, ja? Ist schon eine Hausnummer, ja? Oh. Endlich. Krass. War eine coole Challenge. Ab 6 Kilometer hatte ich schon keine Lust mehr. Aber ich dachte mir, du musst die 10 Kilometer knacken. Und das habe ich geschafft. Und jetzt bin ich stolz auf mich. Okay. Oh. Passiert.